Herzlich willkommen bei den Cruises. Wir sind heute am Flughafen, fliegen aber nicht gemeinsam in Urlaub, sondern die Lara. Für sie geht's heute nach Istanbul. Ich bin nicht dabei. Was sie da macht, erzählt sie euch gerne. Ich fahre nach Istanbul, also ich fliege nach Istanbul und mache mir dann Zehner. Genau, die macht sie sich und ich genieße einfach meinen Urlaub. In dem Sinne, die Lara nimmt euch mit. Viel Spaß dabei. So Leute, ganz wichtig, ich bin natürlich nicht alleine. Wir sind eine große Gruppe und das ist Uwe und ist auch heute dabei. Und ich bin der Uwe, bin auch dabei. Nein, das ist Elif. Hi. Ab 18 Uhr, Leute, um 18 Uhr, guckt einfach mal hier rein, was los ist. So Leute, ganz kurz, wir machen jetzt Werbung. So, was schämst du dich? Du bist meine Freundin. So Leute, um 18 Uhr kommt unser erstes YouTube-Kanal, die Cruises. Was ist denn mit Carsten los? Wir haben Red Bull am Flughafen geholt. Fast 7 Euro Gold wert. Aber schmeckt 7 Euro. Ich trinke, bis da nichts mehr drin ist. Nucklig noch dran. Auf jeden Fall wurden wir von Istanbul abgeholt und er bringt uns jetzt zum Transfer. Vielen Dank, Salavicum. So, wir sind jetzt angekommen auf unserem Shuttle. Also, so ein Auto hätte ich auch gern. Angekommen. Alhamdulillah. Das ist Türkei. So Leute, wir sind jetzt eigentlich im Hotel angekommen. Flug hat echt lange gedauert, Verspätung. Ich bin müde, es ist in der Türkei. Gleich 2 Uhr und wir müssen um 8.30 Uhr fertig unten sein, dann werden wir abgeholt. Deswegen, wir sehen uns morgen. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Kommt mal rein, ich zeig euch mal das Zimmer. Da ist das Badezimmer. Und hier ist das Schlafzimmer. Hier kann ich schlafen und da kann ich liegen. Das war's. Warum bin ich hier? Ja, du hast es schon mal deine Zähne gemacht. Ja, das stimmt. Ich habe schon mal meine Zähne machen lassen. Aber das war vor 9 Monaten ungefähr. Und jetzt werden Änderungen gemacht. Hinten müssen noch 2 Zähne gemacht werden. Und der Feinschliff wird gemacht. So Leute, wir sind angekommen. Sieht ihr auch, überall steht es da denn Kai. Da sind schon meine Freunde, die warten auf mich. Alles gut. Hallo, Freunde. So ganz kurz, Leute. Hassan ist dabei. Elif ist dabei. Nein, ey, bei mir wird jetzt erstmal geräumt. Da ist Hassan schon drin, da seht ihr ihn. Und danach bin ich dran. Ucunda bir çentik var. Orayı ısırmanızı istiyorum. Biraz geride. Was, Bruder? Ich zeig euch mal ein Behandlungszimmer, wo die Patienten behandelt werden. Merhaba. Guckt euch mal die Aussicht erstmal an. Bin ich durch. Morgen wird die Dame euch ganz genau erklären, was ich alles gemacht habe. Auf jeden Fall bin ich müde. Ich muss was essen. Und morgen geht's weiter. Ja. Gestern 7 Euro, Leute. Heute nicht mal 50 Cent. Oh, schmeckt. Irgendwann später. So, Leute, wir haben schon den nächsten Tag. Wir haben ausgeschlafen. Wir haben gestern nichts mehr gemacht. Dominik, hast du denn geschlafen? Super gut. Jetzt sind wir bei Istanbul. Ihr seht, Istanbul ist eine anstrengende Stadt. Es ist eine sehr schöne Stadt. Aber auch sehr anstrengend. Es ist immer viel los. Istanbul, 3 Tage, kann man machen. Alles, was länger ist, brauchst du danach Urlaub. Es gibt sehr schöne Orte, wo du dich sehr wohlfühlst. Du denkst, ich ziehe nach Istanbul. Und am nächsten Tag denkst du, ich will wieder nach Hause. Da ist auch gleich meine Freundin. Ich komme hier rein und sehe direkt sexy lady. Leute, und ganz viele fragen sich, ey, warum machen sich alle die Zähne bei Istanbul? Ich habe es euch schon einmal gesagt und ich werde es euch nochmal sagen, weil sie die besten Istanbul sind. Es ist ein empfindliches Thema, Zähne. Leute, ihr braucht keine Sorgen machen, wir sind die krassesten Leute in der Gruppe. Ob Rapper, Bloggerinnen, Prominente, die waren alle bei Istanbul. So, Hassan und Dennis machen gerade ihre Zähne und ich wäre ja nicht die Lara, wenn ich sie nicht nerven würde. Wir suchen die mal ganz kurz. Hallo Hassan! Jetzt geht's zu Dennis. Der Arzt wird mich beleidigen, aber egal. Alles gut bei dir? Mhm. Ich lieb dich auch. Oh. Also was willst du mich? Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Hallo, Sam. Hallo. Du siehst ja richtig am Ende aus. Ich bin bei Istanbul. Ist heute ein Termin? Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Was ganz wichtig ist, damals, als ich das erste Mal nach Istanbul geflogen bin und zu Istanbul gekommen bin, habe ich immer mit dieser Dame gesprochen. Ich hatte richtig Angst und habe mir fast
eingekackt. Sie hat mir die Angst weggenommen, Leute. Sie und die Ärzte haben mir die Angst weggenommen. Also wenn ihr da seid, ist sie da und passt auch auf euch auf. Jetzt werde ich behandelt. Also in Deutschland habe ich Angst mit Zahnärzten, aber nicht in Türkei. Also wenn mein Mann das Video sieht, wird er schockiert sein, wie ich hier liegen kann, um zu heulen. Halt, stopp. Jetzt rede ich. Meine Lippen sind trocken. Leute, ihr merkt schon, hier ist immer viel los. Kann das sein, dass du einfach reinkommst bei mir? Ich darf. Ich wollte dich glückwünschen. Ich wollte sagen, ich bin da. Du hast kein Wort rausbekommen. Aber ich habe euch beleidigt, als ihr auf dem Weg nach draußen. Was habe ich bei Isadental gemacht? Warum bin ich hier? Also, die liebe Dilara war bei uns, weil wir ihr ein neues, wunderschönes Erscheinungsbild ihrer Ziele verschafft haben. Bei der Dilara haben wir Krone gemacht. Wir haben Dilara Emax-Krone gemacht. Das sind Emax-Krone. Und so sehen meine Zähne aus. Wir haben uns jetzt mit Freunden getroffen im Café. Sie sind genau in diesem Café, wird bestimmt fragen. Warum ich das Video jetzt mache, ist, wir werden jetzt die Zähne von den Jungs sehen. Sie sind fertig. Dennis, noch einmal. Ich hab selber gefreut. Hat sich das gelohnt? Schon, ja. Ist echt gut geworden. Es, Hassan. So Leute, das war mein Aufenthalt bei Isadental. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Abonniert den Kanal. Und ja, ich bin zufrieden mit meinem neuen Lächeln.